Ja, liebe Lüde, ich kann endlich wieder Fahrrad fahren. Heute tatsächlich direkt mal ein Event mit so 100 Kilometer rund um Kiel. Und zwar ist das vom Plattfuß-Podcast ein Event, was die organisieren, ein unsupportetes Rennen. Die Strecke sind 106 Kilometer, feinstes Gravel und Trails und sowas alles. Ich bin gespannt, habe mich nur mal kurz mit der Strecke auseinandergesetzt, habe mich auch nicht darüber informiert, ob ich euch irgendwas erzählen kann, aber auf jeden Fall ja schon vielleicht für euch auch spannend herauszufinden, ob meine Rippen und sowas alles hält und wie es mir so ergeht. Ja, ich bin gespannt, hier ist jetzt noch Kaffee und es gab auch ein Startbeutelchen, da zeige ich euch schon später nochmal, was drin ist. Und bis später. Leute, 8 Kilometer erst drin, aber endlich am Nord-Ostsee-Kanal. Jetzt wird hier ein bisschen lang geschoben. Und war schon wildes Material dabei auf jeden Fall. Hier gerade an so Brücken, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und ja, Fahrt geht weiter, es ist wild. So, wir jetzt hier Matschfuß 2021, haben jetzt den ersten 25-20 Kilometer weg.
Malte kommt da hinter mir an. Auch wenn die Sonne richtig schön prächtig scheint, hier einige saftige Materie. Man sieht es vielleicht. Muss man sich auf jeden Fall gut durchackern mit dem Trecker. Wir ziehen mal weiter. Nachher gibt es noch Kaffee und Kuchen. So schöne, saftige, grüne Natur. Bitte? Wir machen jetzt nach 30 Kilometern mal ein bisschen Pause. Ich habe mich tatsächlich schon so ein bisschen kaputt gespielt. Waren schon sehr wilde Untergründe bei, sehr matschig teilweise aber auch trocken und entspannt. Einmal weggemault habe ich mich auch schon. Ja, jetzt habe ich hier meine Reisegruppe gefunden mit so 4 Personen. Und wir tackern jetzt ein bisschen das Feld von hinten auf. Und mal gucken, wie es jetzt noch weitergeht. Bei 56 kommt mal ein Kaffeestand von den Organisatorinnen. Und schauen wir mal. Aus dem Kinderspielbereich der Bahn. Ja, wir sind jetzt noch bei der Lille-Brauerei ein bisschen abgehangen und ich musste leider nach 56 Kilometern erkennen, dass die Strecke für mich persönlich zu anspruchsvoll war, zu matschig und mein Körper auch noch nicht so richtig mitgespielt hat. Lukas, der alte Haudegen, hat natürlich voll durchgezogen und hat gefinisht. Tatsächlich hat er, obwohl er die ganze Zeit mit uns ganz hinten war, auch noch Leute überholt. Hut ab, Lukas. Das nächste Mal versuche ich mir ein Beispiel an dir zu nehmen. Und wir fahren jetzt mal nach Hause, machen dann noch irgendwas Wildes und dann, oder wir schlafen einfach, machen Hayabubu und dann schauen wir mal. Ciao!